Tag. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich gebe direkt das Wort an den Gästetrainer. Ja, hallo, von meiner Seite aus. Ja, ich fand, wir kamen ganz gut ins Spiel. Die erste Halbzeit war gefällig. Wir haben guten Ball laufen lassen, ohne uns jetzt klare Torschancen rauszuspielen. War mehr oder weniger alles Distanzschüsse dann so aus in der ersten Halbzeit. Kam dann die Situation, die zur roten Karte führt. Aus meiner Sicht jetzt nicht sichtbar, was vorher abseits war, aber letztendlich denke ich mal, wenn der dann durch ist, kann man die rote Karte geben. Kriegen dann kurz vor der Halbzeit das 1:0 und dann dachte ich schon, das wird heute schwierig, weil wir die letzten Wochen fast immer konstant mit derselben Mannschaft gespielt haben, das sind 90 Minuten und mental war das dann schon mitentscheidend. Wir wollten dann in der zweiten Halbzeit trotzdem alles geben und mit breiter Brust rausgehen und dann kriegt man quasi direkt das 2:0 und danach war es dann ein totes Spiel von unserer Seite. Letztendlich kann ich der Mannschaft aber keinen großen Vorwurf machen, weil wie gesagt, wir haben fast die letzten Wochen immer mit derselben Mannschaft gespielt und kaum Möglichkeiten von draußen zu reagieren. Heute haben wir es gemacht, kamen dann Spieler raus, die auch länger nicht gespielt haben. Sieht man dann den körperlichen Zustand und ja, da kamen dann auch weniger Impulse und so geht der Sieg absolut in Ordnung für Samuel. Glückwunsch an Lars. Ja, vielen Dank. Ich gebe direkt an Lars. Ja, hallo von meiner Seite. Ich muss sagen, mit der ersten Halbzeit war ich jetzt nicht so ganz zufrieden. Ich denke, ihr seht das genauso. Das 1:0 täuscht vielleicht ein bisschen über die Leistung hinweg in der ersten Halbzeit. Man sieht halt auch, dass wir uns wahnsinnig schwer tun, Chancen zu kreieren gegen tiefstehende Mannschaften. Du hast ja mit der Fünferkette gespielt in der ersten Halbzeit, würde ich fast sagen. Also waren wirklich verdammt viele Spieler hinten. Ja, zweite Halbzeit muss ich dann auch Lob zollen der Mannschaft mit einem Mann weniger. War jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Mal schon mit einer roten Karte ein Spiel beendet. Geht natürlich nicht. Müssen wir uns dann auch nochmal drüber unterhalten. Das sind natürlich Sachen, die uns dann auch schon viele Punkte gekostet haben. Heute dann endlich mal nicht, mal andersrum. Die Jungs haben sich belohnt. Wobei, ein Trainer ist ja nie zufrieden, ich muss ehrlich sagen. Ist vielleicht ein bisschen auch meckern auf hohem Niveau. Aber viertes oder fünftes hätte schon sein müssen, weil die Chancen waren klar. Aber wie gesagt, ist meckern auf hohem Niveau, gar kein Thema. Ich glaube, ja, war eine ordentliche zweite Halbzeit. Wie gesagt, die erste war nicht so ganz nach meinem Geschmack. Und ja, ich glaube, ein bisschen gut gerüstet für das Pokalspiel am Dienstag. Danke. Ja, wie gesagt, jetzt ist ja nur noch ein paar Mal schlafen, dann kommen wir schon wieder zum nächsten Mal bei euch zu Besuch und dann haben wir uns vielleicht die Tore dann aufgehoben lassen. Ja, schönes Wochenende, vielen Dank.